Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Kubifaktorium und heute nach 2 Folgen Tutorial, in denen wir einiges gelernt haben, muss man glaube ich auch, wollen wir in die Kampagne starten, eine neue Kampagne in der Weltkartengröße, normal. Ich weiß nicht, wie die Performance ist, deshalb nehme ich mal normal und wir könnten die Startkolonie wählen. Wir haben da 2 männliche, 2 weibliche, 3 Schweine, 3 Schafe und 2 Spinnen. Was auch immer. Die Spinne ist für Kampf. Hier hätten wir Schweine dabei. Und hier Werkzeuge. Das ist also so ein Abwägen. 5 weibliche und Holzteile. Soll ich den nehmen? 3 und 4 Schweine. Die mögliche Jobsenergie. Gut, die Werkzeuge wären auch interessant. Also die Schweine und Schafe nur steht nur Energie. So wie ich das sehe. Sichtradius 8. 10. Komm, wir nehmen mal das. Haben wir schon Werkzeuge. Ist relativ gebalanced, also wenn ich das so bewerte. So, und wir haben eine Weltkarte und haben hier Biomfortschritt 10%. Einige Schiffbrüchige wollen sich unserer Kolonie anschließen. Erkild Island. Strandgüter, flaches Terrain, viele Basisressourcen, kleine Gegnerlager, Grasland. So, und danach können wir von Insel zu Insel ziehen. Die sind alle ein bisschen miteinander verbunden. So scheint das hier aufgebaut zu sein. Jetzt, wo doch jeder mit dem Flieger in die Ferien fliegt, um auch schön dem Klima zu schauen, da können wir doch auch Strandfeeling zu Hause genießen. So, einige Schiffbrüchige wollen sich unserer Kolonie anschließen. Okay. Wir haben Gerüchte gehört. Diese Insel ist reich an Holz und Stein, hat aber keine Mineralerze. Ah, das sind die Tipps, die wir schon mal gesehen haben. Also mehr oder weniger. So, Vorratsziele haben wir da. Wir haben Empfehlungen. Abbauen und Ernten, Farm. Also wir haben Empfehlungen. Ich würde hier mal befehlen, alles entladen. So, dann haben die schon mal was zu tun. Danach würde ich uns ein weiteres Lagerfeuer aufbauen. Hier und da. So. Und da kommen immer wieder neue Ziele dazu. Kann man das auch ernten da? Ah, tatsächlich. Okay. Wir haben halt aktuell hier, das sind ja unsere Steine, wie ich sehe. Wir können keine Bäume abbauen, weil das Lagerfeuer nicht gebaut ist. Damit das aber gebaut werden muss, muss jemand zum... Also einer muss abbauen, ernten machen, das sind die beiden. Und einer muss bauen. Da ist bauen. Nee. Bau hier. Der da zum Beispiel. Und der. Dann sollte das schon mal ein bisschen besser funktionieren. Wir bräuchten dann Brunnen für das Wasser. Bis ich hier wieder alles zusammengefunden habe. So, Brunnen plus Lagerplatz. Würde ich gleich mal da hinten hin machen. Brunnen, Verbindung zu da. So. Und ich müsste jemand als Brunnenchef hinzufügen. Der das super gut kann, wie der da. So. So, das Thema Wasser erledigt sein. Geerntete Beeren. Für das brauchen wir eine Farm. Baumschule. Aha, Farm. So, wir haben mehr Gebiet bekommen. Das ist schön. Ich würde hier eine Farm machen. Und da wieder irgendwo in der Nähe einen Lagerplatz. So. Der geht da hin. Der Lagerplatz sollten wir natürlich noch geerntete Beeren und da drüben Wasser zuordnen. Und Beeren, das wird wohl der Erdbeerstrauch sein. So. Ah, wir haben ein paar Beeren gehabt, die ordnen sie auch gleich dazu. Abbauen. Okay, wir sollen ein paar Bäume markieren. Macht, glaube ich, Sinn. Weil Holz, ihr seht, Holz brauchen wir sehr viel. So. Ich gebe auch, damit die nichts... Damit die auch zu tun haben, gebe ich da nochmals ein Lagerfeuer auf. Und da. Und da auch gleich. Ein paar Schweine haben wir bereits. Gut. Er empfiehlt uns eine Farm.
Und eine Basiswerkstatt. Bei der Basiswerkstatt muss ich ihm recht geben. So, Blumentopf. Kann man Topfpflanzen herstellen? Aha. So, wo war jetzt da schon wieder da? Die Basiswerkstatt. Würde ich tatsächlich hier hinsetzen. Die braucht dann Lagerplätze. Und zwar hier. Und da machen wir Holzbrett. Den Busch da. Kann ich den auch von hier? Ne, ich kann das nur klonen. Ich muss den also so markieren, um abzubauen. So. Da reißen wir einfach mal ein bisschen das, die Bude ein. Das passt schon so. Der macht das. Dann können wir da nämlich gut vorbeilaufen. Brauchen wir auch Steine? Nein. Holzbrett, Holzscheit, abgebauter Ton. Das sind aber Steinhaufen. Gut, den habe ich da verbunden. Der soll Holzbretter produzieren. Wir brauchen aber noch jemanden, der das betreut. Basiswerkstatt, der könnte das gut. Super, der ist noch nicht belegt. Also man kann ein bisschen nach dem gehen. Ist nur nicht ganz so einfach zwischendurch, dass das aufgeht. So. Da würde ich ein Lagerfeuer platzieren. Hier und hier. Es ist noch nichts von der Kolonie zum Vorschein gekommen, muss man dazu erwähnen. Ah, hier sollten wir vielleicht noch Holzbrett eingeben. Ah, und ich habe natürlich auch keinen Farmer. Deshalb passiert auch da nichts. Der kann es machen und der auch gleich. Zwei Leute. So, dann gleicht sich das mit der Farm aus und wir haben eigentlich beides hier. So, ja, die beginnen mit der Farm, sehr gut. Und dann sollten wir da einiges an Holz abreißen, genau. Tisch, Pferdebahnhof, Basiswerkstatt. Wenn die Kolonisten erschöpft sind, können sie sich hier entspannen. Ich kann den bereits da oben auswählen. Das ist natürlich ein cooles Feature. Dass ich da oben hingehen kann, Pferdebahnhof und zack, haben wir ihn. Ah, und ich kann ja sogar sehen, wo die Kolonisten sind. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, es könnte auch noch ein bisschen entdeckerischer sein. Weil ich bin jetzt in diese Richtung gegangen. Was ist das? Beutekiste. Na gut, da sieht es aber auch interessant aus. Darf man nicht vergessen. So, will ich da mal eins platzieren. Ist da noch. Und da drüben wird noch eins gebaut. Die wollen, glaube ich, ein Haus haben. Trainingspuppe. Ich habe eine Farm. Ich habe eine Farm. So. Was könnt ihr noch abbauen? Da oben habt ihr genug. Und wir können auch mal Lagerplatz für Holzscheit herstellen. So. Ja, der schläft unter vollem Himmel. Das ist doch schön. Und die anderen setzen sich am Tisch hin. Den Ton haben wir noch nicht gefunden. Wie viel haben wir, die Bauern? Genug eigentlich. So, jetzt sammeln sie alle ihr Holz ein. Das ist dann auch schneller für da. Dann soll der natürlich... Kann ich nicht das Lager auswählen hier, so. Soll hier hinliefern, dass er nicht irgendwo anders das Holz zusammensucht. Wasser ist aktuell voll. Das ist, glaube ich, nicht so unser Problem. Es entsteht jetzt mal endlich was in der Farm. Das ist ja auch schon was... Aber gebaut wird gar nichts. Haben wir keine Steine? Das könnte natürlich der Ursprung sein. Das Lagerfeuer da. Kann ich das auch Befehl abbrechen? Nee, geht nicht.
Ah, mit dem geht's. Super. Was? Brauch wieder Holzscheit? Ah, gut. Weil sie eins genommen haben, wahrscheinlich. Was kostet denn so ein Lagerfeuer? Ein Holzscheit und ein Stein. Und wir hatten wahrscheinlich keine Steine mehr. Kann ich mir gut vorstellen. Also machen wir da einen Lagerplatz für Steine. Ja, ihr seht, da baut er instant hier. Da soll er einsetzen, da soll er... Da unten ist er hoffentlich noch dran. Jawohl, bringt er Steine hin. Geht's auch auf Zeit oder nicht? So, wir haben das Gebiet erweitert. Beutekisten haben zufällige Sammlungen kostenlos. Lass ich doch das mal abbauen. Was ist das da? Farn. Aha. Da ist zum Beispiel abgebauter Ton drin. So, dann sollen wir hier noch ein Feuer platzieren. Und dann haben wir dann diese vollständig in unserem Radius. So, ich lasse noch einmal bauen. Ja, es fehlt nach wie vor der abgebaute Ton. Ton kann zu Ziegel verarbeitet werden, aus denen die meisten Gebäude gebaut werden. Produziert in Tonsteinbruch. Ich müsste mal schauen, ob ich den irgendwie platzieren kann. So. Und wo es den überhaupt gibt, das ist der Tonsteinbruch. Er liefert endlosen Vorrat an Ton. Muss die Karte dafür ausgelegt sein? Ja, er muss eigentlich schon. Es muss ein Tonvorkommen wahrscheinlich vorliegen. Ja, die Frage ist nur, wo haben wir eins? Kann man da auch Maps anschauen? Also Übersichtskarten, Inventar, Nachrichtenlog. Empfehlungen, kann man ein- und ausschalten. Bug Report, Hauptmenü. So, er soll jetzt mal da das Lagerfeuer noch bauen. Hafen, Pferdebahnhof, Basiswerkstatt. Er empfiehlt mir auch nicht, einen Tonsteinbruch zu bauen oder so. Okay, wir sind jetzt wieder mehr Leute. Also, ich würde sagen, wir schauen schon, dass wir da das Gebiet noch erweitern können. Hier so. Da so. Und würden dann hier vorne mal versuchen, so einen Hafen zu bauen. Hafen. Ah, und dann zeigt es mir auch die freien Stellen an. Zum Beispiel hier. Okay. Was kostet der? Importpreise, Exportpreise. Ah. Bietet Anlegestelle für Frachtschiffe. Sehr schön. So. Trainingspuppe. Komm, ich stelle mal eine auf. Die ist ja riesig. Aber ich denke nicht, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt hier mit dem Kampf rechnen müssen. So, der hat dann Lagerfeuer aufgestellt. Würde mich schon wundern nehmen, was da hinten noch so wartet. Aber es ist Kartenende, so gesehen. Ja, da kann nichts mehr kommen danach. So, sie haben hier all das Zeugs abgebaut. Und das heißt ja, ich muss irgendwo hier den Tonsteinbruch setzen können. Ja, die gute Frage ist nur, wo? Oder müssen wir uns den ertraden? Kann ich den traden? Ja, ich kann abgebauten Ton traden, natürlich. Das könnte es schon eher sein.
Ah, und ich kann es auch abbrechen hier. Ah. So, weil es ist aktuell kein Holz mehr verfügbar. Wir haben da recht viel Holz verbraucht. Und ich kann auch schauen mal, was die anderen machen hier. Weil abbauen, die nichts zu tun haben, die können gerne noch abbauen helfen. Astrid hat abbauen, ernten Level 4 erreicht. Sehr schön für sie. Holzteil. Was braucht es denn alles, um so einen Hafen zu bauen? 3 Holzteile. So, die Frage ist, wo kriege ich ein Holzteil her? Weil hier sehe ich jetzt nicht gerade irgendwie... So, ich kann auch nicht hier Erze... Hä? Da kann man plötzlich... Nee. Nee, das ist eine Erzhütte, sorry. So. Ich wollte, wenn schon, den Tonsteinbruch. Nee. Scheint wirklich nicht zu gehen. Und den fehlt allen Haus. Ist noch komisch, die Stimmen, die man hört. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, man hätte eine Wiki. So, was macht denn die Baumschule? Da kann ich einfach Eichen, Palmen und Fichten. Wachstumszeit 300, 150, 400. So, will ich mal Fichten festlegen. Und dann brauchen wir noch ein Ausgangslager. So. Aha, da beginnt er hier Bäume zu pflanzen. Okay. Ist natürlich nachhaltiger. Ah, hier sieht man auch... Basiswerkstatt, Metallwerkstatt. Ah, und hier geht's noch weiter. Holzteil hier. Okay. Holzbrett, Steinblock, geernteter Weizen. Gut. Jetzt muss ich ihm nur noch ein Lager geben. Wie zum Beispiel da. Also das Spiel hat ein bisschen chaotische Seiten, muss man auch zugeben. So, und jetzt kann ich nach Holz... Aber Holzteil ist halt auch so eine... Das kann halt auch alles sein. So. Wir brauchen diese 25 Tonnen und dafür müssen wir den Hafen haben, damit wir uns das ertraden können, nehme ich an. So. So, wir haben übrigens einiges abgebaut hier. Dann sollen sie doch da mal weitermachen. Eine solche Farm füllt also recht viel auf, muss man auch dazu sagen. Ha! Und da sehe ich jetzt auch... Da sehe ich jetzt auch den Prozess dahinter irgendwie. Was da fehlt. So. Ein Erdbeerdonut in der Bäckerei. Kann ja mal schauen, ob ich eine Bäckerei platzieren kann. Die ist relativ günstig. So, da braucht sie Weizen, geerntete Beeren und Wasser. Machen wir mal so. Dann mache ich da noch einen Lagerplatz hin. Erdbeerdonut. Es erkennt auch immer alles so toll. Noch eine Farm. Stellen wir hier hin. Die produziert Weizen. Und hat einen Lagerplatz, der ist hier. Ja, genau so. So, ich habe vielleicht das Game ein bisschen zu schnell. So, aber ein Holzteil ist bereits fertig. So. Ah, und jetzt haben wir Weizen. Ich glaube, Weizen war ein bisschen das Problem.
Wir haben in der Bäckerei auch keinen Kolonist zugewiesen. Bäckerei, der wird's gut machen. Oder der da. Nehmen wir den besser da. So. Ich warte quasi darauf, dass der mal diese drei Holzteile... Und ich sehe den ganzen Prozess für ein... Holzbretter können wir aber ausmachen. Ich sehe den ganzen Prozess für ein Holzteil. Den sehen wir da verlaufend. Warum auch immer das Wasser angezeigt wird. Oder man sieht allgemein einfach alle Lagerbedingungen. Das könnte auch sein. So, ich könnte doch auch hier bei Basiswerkstatt noch zwei zuordnen. So, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen schneller geht. So, und es fehlen auch da fünfmal Essen. So, und das mit dem Kuchen haben wir nur gemacht, weil der würde vier geben beim Traden. Essensbox. Ein Holzgriff würde auch vier geben. Ist das das Problem, dass kein Weizen zugeordnet ist? Geernteter Weizen, Steinblock, Holzbrett. Ne, wahrscheinlich, dass ich keine Steine habe, oder? Das wird wahrscheinlich eher... Doch, ich habe ja Steine hier. Stein. So. Also noch ein Versuch und sonst schauen wir dann in der nächsten Aufnahme. Weil da werde ich erstmal jetzt einen Cut machen. Also bis gesagt, eine Pause. Und nächstes Mal weiß ich dann nichts mehr. Nee, da liegen ja alles Steine herum. Kann man nicht mehr daran laufen. So, war das das Problem? Also, dass sie kein Zuhause haben, das sehe ich auch. Ein Haus kann ich aber... Doch, kann ich bauen. Bauen wir einfach mal ein Haus dahin. Wer weiß, vielleicht bringt das was, aber... Ich sehe gerade nicht, an was es hängt. Hohe Priorität. Holzteil. Keine Inputgüter. Ah, aber das ist das Holzbrett. Weil wir keine... Steinblöcke. Steinblöcke haben wir gar nicht produziert. So gut mir das ist. Aha. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann struggle ich da am nächsten Mal eh am Anfang. Stein und Stein. Steinblock. So. Passiert jetzt etwas. Ja, jetzt seht ihr da. Jetzt holt ihr den Stein. Noch einer. Ich habe ja drei Leute anvisiert auf das. Also, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Jetzt geht's voran. Jetzt sieht's besser aus. Und jetzt haben wir auch neue Gebäude. Haus. Und da wird auch schon heftig dran gearbeitet. Ja. Also, warum nicht? So. Ich habe wieder die schnelle Vorgang gedreht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.